Okay. Okay, was heißt das? Wir können hier. Ah, das Tortuga. Ach, genau, das. Ah, das sind die Abschnitte, die wir erobern, damit. Okay, kapiert, das gehört uns. Tja, in dem Fall würde ich sagen, plätten wir dann das na Wasser erstmal, dann können wir hier hin. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Okay. Wie weit können wir eigentlich? Hier könnten wir Schnellreise machen, aber das wäre, glaube ich, genau das gleiche. Deswegen. Dann würde ich sagen, los geht's. Auf zur nächsten Mission. Ich sehe doch schon ein paar Schiffe. So, und los geht's. Ich würde mal. Oh, warte mal. Das Schiff ist noch ziemlich. Wie viel Kohle haben wir? Wie viel Kohle haben wir? 3000. Können wir da schon mal irgendwas ausbauen? Ich weiß es noch nicht genau. Können wir das auch hier machen? So, gehen wir mal zum Schiff. Mal gucken. Ah, das nur kaufen und verkaufen. So, also da haben wir es ja. Checkdo Upgrades. Rumpfbau. Was brauchen wir dafür? Diese Kugel richten auf kurze Distanz Schäden an. Mit diesem Lager können auch der Checkdo beträchtliche Menge schwere Kugeln untergebracht werden. Lager für Mörser. Das könnten wir uns eigentlich alles leisten. Mit diesem Frachtraum kann eine große Menge hier. Die Harpune richtet bei der Beute größere Schaden. Mit diesem Lager können große Mengen von Harpunen, das brauche ich eigentlich alles nicht. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Aber wir brauchen 150 von was? Was ist denn das hier? Irgendwas brauchen wir. Ich glaube. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen noch Schiffe kapern gehen, aber wir können trotzdem mal schauen, hier unten ein bisschen was upgraden. Mit diesem Lager können auf der Checkover Menge Kugeln untergebracht werden. Lager interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht mehr Leute, das wäre eigentlich auch nicht mal so schlecht. Na gut, dann lassen wir das einfach mal mit dem Geld. Das Aussehen ist, glaube ich. Das holen wir uns mal. Haben wir vorne so ein geiles Teil dran. Das ist also so ein. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Steuerrad. Weiße Segeln wären auch nicht schlecht eigentlich. Aber wir brauchen noch ein paar Sachen. Deswegen. Raus hier. Ich höre gerade irgendwie gar nichts. Okay, haben wir uns einen Witter jetzt vorne dran? Ah ja, ich glaube, ich sehe ihn. Okay, ja, mal schauen, was unterwegs uns so erwartet. Öffnet die Hauptsegel! Leesegel heißen, los geht's! Genau. An Schothorn, an die Schoten! Okay. Ist hier jetzt irgendwo ein Schiff, wo wir eventuell kapern könnten? Rahm und Marssegel fest, surren! Ich schmeck es, Jungs! Ist keine Schikane! Einhol! Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain!
Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Auf dein Zeichen, Captain! Pam! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Deckung halten! Wir machen so schnell wir können. Feuer! Oh, die ist ziemlich heftig. Runter! Runter! Scheiße. Okay, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. So, jetzt drehen. Oh, der ist voll daneben, den habe ich nicht hinbekommen. Feuer! Oh, jetzt kommen wir sogar noch in einen. Oh oh. Okay, wenn es das war. Oh, ach, Crewmitglieder. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt, das war's. Scheiße. Oh, das war jetzt nicht unbedingt sehr cool von mir. Das war ein großes Schiff. Das hätte ich mal lieber nicht anfassen sollen. Aber aus Fehlern lernt man. Deswegen würde ich sagen, Reisegeschwindigkeit und ab zum nächsten Fort, oder wie man das nennt. Da werden wir jetzt hingehen. Und auch unser. Was war das? Okay, hoffentlich tun die uns auch jetzt nichts an. Harpune anziehen. Ach, da war ja ein Wal oder so. Okay. Egal, das habe ich jetzt mal übersehen. Aber wir wollen hier weiter, dass wir auch eben mal weiterkommen in dem Spiel. Ah, vorne ist der Witterkopf, ich sehe ihn. Eben, es war jetzt auch gerade blöd, dass jetzt gerade, wenn wir einen Kampf machen wollen, das Wetter umschlägt und es stürmisch wird. Mal schauen, ob wir das da hinten plätten können. Immer schön am Singen, ne, die Leute. Oh je, das ist auch noch ein Schiff, das. Scheiße. Sperrgebiet. Oh, das kann noch sehr lustig jetzt werden. Oh oh. Rot. Ach du Kacke, die haben Raketen. Lad noch nach! Bereit zu schießen, Feuer! Sir! Auf uns! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst Gegner feuern! Feuer! Wie wird uns in Lag eingesteckt? Feuer! Oh oh, die ist heftig. Achtung, Achtung, Einschlag! Das ist heftig. Ach du Scheiße. Das kriegen wir so nicht hin. Das kriegen wir so nicht hin. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Raus hier! Nein! Ich will nur zur Quest. Raus hier! Nein! Die Kugel hat mich direkt getroffen. Oh je, oh je, oh je. Aber was soll's, es geht trotzdem weiter. So, jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, wo ist denn die Quest? Also hier, das ist keine so gute Idee. Aber mache ich trotzdem. Wir werden jetzt auf jeden Fall. Ach du Kacke, das Ding schießt trotzdem auf uns. Ach du Scheiße. Egal, wir sind jetzt mal richtig feige. Und
fahren einfach mal feige hier ja, vorbei. Und hoffen, dass wir es auch unbeschadet vorbeischaffen. Bis jetzt schaut es mal sehr gut aus. Wie lange das so bleibt, weiß ich nicht. Klar, man kann auch so viel machen aus dem Spiel, aber mich interessiert momentan die Story eher mehr. Wie Seeschlachten und anderes Zeug. Aber ich glaube, wir sind schon ziemlich gut weggekommen jetzt. Das speichert auch, okay. Gut, dann haben wir das mal ohne Schaden zu erleiden geschafft. Finde ich cool, finde ich super. Dann geht's gerade mal weiter zur nächsten Quest. Okay, einen Moment, ich muss husten. So, da bin ich wieder. Jetzt hatte ich gerade echt ein Kratzen im Hals. Oh, fuck. Was denn das für ein Wal gewesen? So, dann biegen wir jetzt mal hier rechts ab. Ort ansehen. Oh, falsch. Oh, kacke. Hab ich jetzt hier nicht gecheckt. Was ist jetzt los? Ich glaube, ich hätte dahin reißen müssen, deswegen kam das. An die Bramsegel! Reisegeschwindigkeit! Ui, ui. Zu diesem Ziel reißen, akzeptieren. Und geht es doch direkt weiter. Heiter weiter. So, wenn jetzt... Ah, scheiße, ich habe gar nichts mehr zu trinken hier. Das ist doof. Naja, was soll's. Trinken wird überbewertet. Ja, das sehen wir jetzt auch hier. Aussichtspunkte wäre erstmal sehr cool. Was ist das hier? Templerjagd. Was haben wir denn auf dieser fucking großen Insel noch so alles? Aussichtspunkt, Assassinenauftrag. Da würde ich mal sagen, wir müssen in welche Richtung? Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall... mal einen Aussichtspunkt. Das machen wir erstmal als erstes. Das könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund. Willst du die Wachen loswerden, mein Freund? Ja, später vielleicht. Später. Erst würde ich mal einen Aussichtspunkt haben. Okay, Piraten retten, aber ich will gerade gar keine Piraten retten. Mache ich dann später mal, gell? Wenn ich Zeit habe, dann rette ich euch vor, aber auch nicht. Ich will eher mal hier hoch. Achtung, Sperrgebiet. Das ist natürlich doof. Aber ich bin ja noch kein Assassine, aber... ich bin ein Piraten, deswegen interessiert mich das auch nicht, ob hier ein Sperrgebiet ist oder nicht. Übergeil, danke, dass ihr mich hier um den ganzen Turm schickt. Warum ist der eigentlich so bewacht? Gibt es hier irgendwas Spezielles? Irgendwas, was ich noch wissen sollte? Vielleicht
sind ein paar Templer hier. Hallo. Ist eigentlich blöd. Manchmal denke ich echt, was machen der? So, da sind wir auch. Viel Spaß beim Synchronisieren. Das sieht immer sehr schön aus. Ist echt herrlich. Schön. Und jetzt springen! So, hat keiner gesehen. Ein Stück der Karte ist auch aufgedeckt. Prima Ballerina. So, jetzt gehen wir zu unserem Questziel. Da sind wir auch schon. So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Blackwood! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum